Also meinst du, es wird gut heute? Ja, ich habe ein gutes Gefühl heute. Die Modelle sind sich doch eigentlich mal recht einig, dass man bei vielen Lagen gar nicht so behaupten kann. Aber ja, also allein schon fürs Chasing-Feeling heute nochmal rauszufahren, ist noch angenehm warm draußen. Also die Bedingungen sind eigentlich ganz gut. Ich denke, dass wir mit etwas Glück auch ein paar schöne Zellen bekommen werden. So zum Einstand in die neue Saison kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Der Jerome und ich, wir sind heute unterwegs nach Nordfrankreich zum Chasen und wir haben gedacht, dass wir euch einfach mal in den Instagram-Stories ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie unser Chasing so läuft und was wir so vorhaben heute. Und vor allem auch gerade in Nordfrankreich ist die Windscherung gerade so, dass auch Tornados entstehen könnten. Wir haben einige Modelle relativ viel Helizität, das ist so die Messgröße. Das Potenzial für gut organisierte Zellen ist einfach da und deswegen haben wir uns jetzt auch relativ spontan auf den Weg gemacht. Die Atmosphäre hat Potenzial. Wir haben eine Gewitterlinie, die sich westlich von uns über Frankreich befindet und vorgelagert vor dieser Gewitterlinie ist jetzt eine Superzelle, die hat sich eben gesplittet in einen Left Mover und einen Right Mover, wie wir sagen. Und dieser Right Mover, der scheint jetzt wirklich Gas zu geben und das ist jetzt unser Ziel. Wir geben dem jetzt noch ein bisschen Zeit, wollen aber auf jeden Fall vor Sonnenuntergang an die Zelle ran und fahren dann gleich weiter. Fahren einfach immer weiter geradeaus. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Oh, schön. Oh ja, da hinten ist eine Höhenfront. Ja, du die? Genau. Boah, Leute, wir stehen vor der übelsten HP-Superzelle. Absolut krankes Teil. Ich mache hier gerade einen Zeitraffer von. Unglaublich. Diese Struktur. Richtig tief hängt es da runter an der RFD-Böenfront. Wahnsinn. Wovor stehen wir hier bitte? Was ist das, Alter? Da diese noch so ein kleiner Inflow-Tail, wahrscheinlich an der FFD-Böenfront. Da ist wahrscheinlich auch Hagel drin und dann diese böse RFD-Böenfront, das ist nicht mehr normal. Alter! Boah, ist das dunkel hier rechts. Böse, böse, böse. Im Kreisverkehr geradeaus auf D301 bleiben. Der Hauptkern ist wirklich genau rechts von uns. Da fahren wir jetzt weg. Der ist genau unter Wave raus. Das ist okay. Ja, der Hauptkern ist hinter uns sogar schon. Genau, das ist gut. Genau die Meso links von uns. Boah, da geht es noch richtig tief in den RFD rein. Da ist eine okkludierte Meso auf jeden Fall. Habe ich gerade gesehen. Ich versuche das mal vielleicht mit dem Film da. Ja, ja, ja. Genau. Kein Tornado, aber eine Meso im RFD drin. Boah.
immer weiter geradeaus. Und hoffentlich schaffen wir es nur noch mal vor die Zelle. Ich glaube, kannst du die Scheibenwischer erstmal ausmachen gerade. Wir sind auch ziemlich im tornadischen Zeitfenster, so. Ich versuche das... Ah, nee. Ich glaube nicht, dass wir einen Tornado haben, aber... Nee, das glaube ich gerade auch nicht, aber... Auf jeden Fall... ist das Ding gerade schön am rotieren. Ja. Komplett in die andere Richtung. Ja, der ist nur laut. Hier wieder runter. Links, links, links. Ja, im hinterher. Ich sehe hier gerade, boah, Alter, ich sehe hier gar nichts mehr. Das ist alles nur so eine weiße helle Pampe hier. Die Ausfahrt 6.2 nehmen. Ja, Jerome, was machen wir hier denn noch? Ja, wir gucken uns einfach noch die Rückseite von dem System an und versuchen noch ein paar schöne Blitzentladungen festzuhalten. So das große Finale jetzt noch auf der Rückseite. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar gute Blitzbilder. Wer weiß. Also ein bisschen zu... Boah, ach, schon schön hier. Kommt aber mal keiner noch mal richtig raus. Das ist alles immer nur... ziemlich in den Wolken drin, ja.